Ja, herzlich willkommen am Paulaner Nockerberg. Wir haben hier den Wirt von Paulaner Nockerberg, den Florian Lechner und meine Wenigkeit. Und heute kochen wir, also ich darf in die Lehre gehen. Wir machen ein Fitnessgericht natürlich, wir wollen ja auch frisch bleiben und trotzdem satt werden. Und zwar gibt es einen Thai-Beef-Salat. Jetzt habe ich das richtig ausgesprochen. Ja, richtig. Also klassisch bayerische Küche, aus Thailand importiert. Du, ich habe jetzt eine Rinderlende. Mhm. Schaut gut aus. Was machen wir? Schöne Rinderlende ist mager, die gibt es darüber. Da ist ein bisschen Salz und Pfeffer drauf, von beiden Seiten richtig kräftig würzen. Also wir würzen vorm Braten. Vorm Braten, dass das Fleisch ein bisschen mehr Geschmack kriegt. Okay. Also ein bisschen Öl? Ein bisschen Öl und dann von jeder Seite ca. 2,5 Minuten. Reicht schon oder ein bisschen mehr? Ja, das reicht schon. Ja. Wir machen nur 3/4 Hitze, oder? Das reicht, 70%. Ja. Oh. Jetzt richtig schön kräftig anbraten, weil es ist danach nicht mehr im Ofen. Also wir braten das jetzt wirklich 2, 2,5 Minuten und dann lassen wir es auf der Seite durchziehen, dann kannst du mit dem Salat weitermachen. Okay. Beim Anbraten geht es ja einerseits ums Garen, oder? Und um die Aromen, oder? Vor allem das Aromen, das Karamellisieren auf dem Fleisch. Okay, ja, da ist doch mehr Dampf drauf, als ich gedacht habe. Ja, ist gut so. Aber man sieht tatsächlich schon das Karamellisierte. Ja, fängt langsam an. Was kann ich noch? Ein bisschen Öl nochmal? Ein bisschen, einen kleinen Schuss Öl, weil ich gebe noch ein bisschen Knoblauch mit dazu. Du kannst das ruhig 2, 3 Mal drehen, auch die Seiten ein bisschen anbraten. Du kannst aber gerne mit den Gurken schon anfangen. Ja, sehr gerne, ja. Der Länge nach einfach halbieren. Und dann, welches Messer empfiehlst du? Ja, das ist sehr scharf. Pass auf deine Finger auf. Mhm. Ja, perfekt. Ja. Machst du das daheim auch? Wer kocht manchmal bei euch, Lisa oder du? Wir sind da ein gutes Team, aber ich habe da alles, was nicht mit Backen zu tun hat, ist mehr meine Richtung. Wie isst denn du dein Fleisch? Medium oder Englisch? Eher so Medium Rare. Also es soll schon warm sein in der Mitte, aber also ein lockeres, blutiges Medium ist gut. Eine halbe Zwiebel dazu. Mhm. Boah, was sind das für Zwiebeln? Die schauen irgendwie speziell aus. Propea. Das ist eigentlich mit die beste Zwiebel, was es gibt aus Italien. Ich lege das Fleisch jetzt nicht gleich aufs Gitter, sondern ich lasse in der Pfanne durchziehen, weil die Pfanne hat jetzt noch eine Restwärme und dann ist es nachher hoffentlich richtig schön roter. Ich schneide da schon mal die Chili, dann brauchst du die Kernel nicht rausmachen. Ja, aber Chili da... Magst du scharf? Ja, leicht würzig gerne, aber wenn ich natürlich nur noch die Schärfe im Mund, also es muss dann nehmen wir nur eine halbe. Eine Tomate, auch in Scheiben schneiden. Du kannst den Rest schon. Gib einfach mal das Gemüse in die Schüssel, da hast du besseren Platz zum Arbeiten. Ganz kurz, Thomas, ich drehe das Fleisch jetzt immer wieder um. Hat den Vorteil, dass der Fleisch sich Saft immer nach unten absetzt. Und wenn ich es regelmäßig drehe, bleibt der Saft drin und der läuft nicht komplett raus. Wie eine Sanduhr, die man kurz vor dem Ablauf wieder dreht. Ja, so alle paar Minuten umdrehen. Wie schneide ich die? Genauso, Also fein. Fein, ja. Kochst du viel daheim? Also grundsätzlich ist Ernährung natürlich ein wichtiges Thema für mich, weil als Fußballer ist ja irgendwo mein Körper auch mein Kapital. Meine Hände nicht, wie man sehen kann. Ich gehe mit dem Messer sehr unvorsichtig um. Aber der Einwurf geht auch noch, wenn es eingegipst ist. Und dementsprechend versuche ich natürlich schon sehr ausgewogen zu essen. Und Gemüse gehört da natürlich auch mit dazu, genauso. Aber ein gutes Stück Fleisch, ein Fisch oder eben auch mal Alternativen. Also ich bin da sehr, sehr offen. Aber was natürlich für mich wichtig ist, wenn ich, vor allem wenn ich mal selber daheim koche, dann will ich, dass es super schmeckt und dass natürlich auch gute Sachen drin sind. Ich finde immer, es ist halt wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen für das, was man macht. Man kann sich auch mal sagen, heute esse ich bewusst, achte ich nur auf den Geschmack. Heute will ich es mal krachen lassen, Süßspeise oder sonst was. Radiesalz braucht man nur in der Peperoni. Die Peperoni kannst du mir geben, dann schneide ich eine. Okay, die Peperoni, sind die mild. Mild. Da kann man die Kernel ruhig drin lassen. Na ja, mild. Witzbold. Die Lehrlinge fallen auch immer drauf rein. Also wenn das die milde Peperoni ist, und was ist dann der Chili, was da noch drin ist? Ja, aber es ist nicht viel drin. Schau mal den Salat an. Jetzt weiß ich, wieso das Dressing kein Salz braucht, weil man schmeckt eh nichts mehr. Ich brauche, glaube ich, Gurken zur Neutralisierung.
Mhm. Da ein, zwei Radieser reichen vergehen, mehr brauchst du nicht, Nadine. Du hast vorher nach einer Erfrischung geschrien. Ja, es wird langsam Zeit, also ja? Ich bin sehr durstig. Mit dann sowas haben wir doch da im mal Angebot. 0,0 Weißbier von Paulaner. Paulaner 0,0. Schaffst du das, ein Weißbierglas und ein Weißbier einzuschenken, ja? Absolut. Sollte man schaffen. Also man muss natürlich schauen, dass man eher mit einem flachen Winkel daherkommt. Und erstmal langsam eingießen. Den Schaum, dass die Schaumkrone macht man eigentlich am Schluss. Also ich fand jetzt Durst schon so ein bisschen euphorisch. Also ja. Ein bisschen euphorisch eingeschenkt. Ich hab so einen Durst. Scheinbar. Okay, schauen wir mal. Ja, richtig, könntest du ja bei mir anfangen. Aber ich glaube, den Stundenlohn kann ich nicht zahlen. Ja, das dauert. Ach so, meinst du, weil ich so lang brauche? Nein. Ja, schaut aber gut aus. Ja? Zack, Prost. So, zum Wohle. Lecker. Also auf jeden Fall traumhaft, um auch so ein bisschen dieses Pepperoni wieder abzulöschen. Ja. Da drüben hast du eine Schüssel, einen Schneebesen und ich gebe dir die ganzen Zutaten. Jetzt willst du Bier aufschneiden. Na, weißt du was, ich gebe dir einen Topfbesen, ist ein bisschen leichter. Kriegst du selber gemachte oder ich glaube es nicht. Nein. Dann passt das Verhältnis auf jeden Fall. Okay, das ist eine süß-sauer Soße. Genau, selber gemacht, Chili. Selber gemacht. Sojasauce. Geben wir nur einen Honig wenn man dazu. Die jetzt nicht selber macht, kann man die aus dem normalen kann man ganz Handel normal nehmen. Hernehmen, ja, ganz normal. Dann einen Honig mit rein. Mhm. Und dann gehen wir noch ein bisschen, die Presse noch ein bisschen aus. Frischen Limettensaft. Limette. Jetzt einfach richtig schön aufschlagen. Boah. So, jetzt gebe ich noch einen Koriander mit dazu. Hast du was zum Abschmecken? Ah, hier ist ein. Ja, kriegst einen Löffel. Weil Vertrauen ist ja gut, aber ich muss ja schon wissen. Und mit dem Koriander auf keinen Fall sparen. Schmeckt? Okay. Also wir haben ja so ein Ritual eigentlich bei uns daheim in der Familie. Bevor wir die Kräuter dazugeben, da trinkt man eigentlich normal immer nochmal. Also, sehr zum Wohle. Ich tue eine gute Handvoll rein. Ja. Jetzt kannst du das Dressing draufgeben. Okay. Gibt jetzt ein bisschen einen gerösteten Sesam. Ja, es geht ja einerseits, glaube ich, so für mein Verständnis in der Küche, einerseits um die geschmacklichen Mischungen aus Süße, Säure, Salz, Fett und so weiter. Darum haben wir auch kein Salz. Aber natürlich auch um weich, fest, kalt, warm, so ein bisschen, oder? Weil der Sesam wird jetzt wahrscheinlich geschmacklich gar nicht so sehr rauskommen. Sondern ein bisschen merkst du schon, weil er geröstet ist. Ich schneide jetzt schon mal das Fleisch auf. Man muss halt nur aufpassen, dass man nicht zu viel vom Peperoni erwischt. Wir schauen mal, es ist richtig schön rosa geworden. Nur vom Durchziehen. Mhm. Und du siehst, es ist saftig, der ganze Saft bleibt drin. Also das Optimale an diesem Salat ist, dass man immer wieder durch diese Schärfe von der Peperoni hat man immer wieder dieses Gefühl, dass man nochmal einen Schluck braucht tatsächlich. Also, für einen Paulaner 0,0 Fitness-Salat ist das optimal. Tu es in die Mitte, du hast Fleisch ein bisschen drauf. Da geht es natürlich jetzt viel auch ums Auge. Also. So, jetzt ist es fertig. Ja, ich finde, das ist ein optimales Gericht für zwischendurch auch mal oder wenn man einfach vielleicht am Abend nicht mehr ganz so schwer essen will. Also ich kannst du auch mit einer Hühnerbrust machen oder das Fleisch komplett weglassen. Ich würde mich jetzt überraschen lassen vom Geschmack, aber meine ersten Testversuche waren sehr erfolgreich. Top-Variante. Aber ich muss erst probieren, also unter Vorbehalt. Einen guten. Danke. Ja, zu meinem Fitnesssalat, zu meinem Fitnessgericht, da darf natürlich das passende Bier nicht fehlen. Und dazu haben wir, wie ihr schon mitbekommen habt, das Paulaner 0,0 zum Fit bleiben und schmeckt trotzdem gut. Einwandfrei. Jetzt lasse ich es mir schmecken. Euch viel Spaß beim Nachkochen und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt zu dem Rezept. Gebt gerne Rückmeldung. Mahlzeit.